Herzlich willkommen bei Einfach Englisch. In diesem Video schauen wir uns an, wie man eine Non-Fictional Text Analysis schreibt. Dabei klären wir, was ist ein Non-Fictional Text überhaupt, wie geht man bei einer Non-Fictional Text Analysis vor und was gibt es beim Schreiben so einer Analyse sonst noch so zu beachten, damit es eine wirklich gute Analyse wird. Also, erst einmal, was ist überhaupt ein Non-Fictional Text? Das Cambridge Dictionary erklärt Non-Fiction mit Books, Magazines etc. giving facts, information etc. not stories, novels, plays, poetry. Es handelt sich also um Sachtexte, die Informationen geben oder etwas Reales beschreiben, nicht um ausgedachte Geschichten oder Gedichte. Soweit so gut. Aber wie analysiere ich jetzt so einen Text, wenn ich ihn vor mir habe? Das machst du in drei Schritten. Schritt 1, klar, lies den Text, den du analysieren sollst. Dabei solltest du den Text aber nicht einfach nur stumpf lesen, sondern dabei Ausschau nach Aspekten halten, die für deine Analyse wichtig sein könnten. Dabei musst du dir immer bewusst sein, was deine Aufgabenstellung ist. Normalerweise musst du bei so einer Analyse die Structure, Choice of Words, Rhetorical Devices und/oder Style, Tone, Register anschauen. Selten wirst du alles analysieren müssen. Deshalb schau immer genau, was der Fokus deiner Analyse sein soll. Wenn nach der Structure gefragt ist, kannst du nämlich noch so toll Stylistic Devices analysieren, du wirst keinerlei Punkte dafür bekommen. Schritt 2 lautet, bereite deine Analyse vor, indem du dir kurz Notizen zu 3 bis 4 Aspekten machst, die du mit in deine Analyse reinnimmst. Es ist übrigens sinnvoller, 3 bis 4 Aspekte wirklich intensiv zu analysieren, als wenn man zusammenhangslos und oberflächlich alles auflistet, was einem zum Text einfällt. Wenn der Text, der dir gegeben wurde, 10 Metaphern enthält, wird niemand von dir verlangen, jede einzelne davon haarklein zu analysieren. Leg dich auf 3 bis 4 Aspekte fest, die dir am wichtigsten erscheinen, und analysiere und erkläre diese dann ausführlich. Dafür solltest du für dich kurz festhalten, welchen Aspekt du gefunden hast und welche Funktion dieser Aspekt hat. So hat dein Text schon eine vernünftige Struktur, bevor du überhaupt angefangen hast zu schreiben. Schritt 3 ist dann natürlich, schreibe deine Analyse im Simple Present. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Deshalb hier einmal die Punkte, die du beim Schreiben einer Analyse beachten solltest. Nummer 1. Beginne mit einem Einleitungssatz. In diesem Einleitungssatz solltest du kurz die Daten des Textes wiedergeben. Wer den Text wann geschrieben hat, worum es ganz grob geht und mit welchem Fokus du den Text analysierst. Ein Beispielsatz könnte lauten: In his article How to Analyze a Non-Fictional Text, published in 2020, Einfach English provides insight into the world of analyzing non-fictional texts. To make sure that the text is easy to understand, Einfach English makes use of a clear structure. This structure will be analyzed in the following. Da ist erstmal alles drin und der Leser der Analyse weiß, was ihn erwartet. Nummer 2. Bring Struktur rein. Jeder der von dir ausgesuchten Aspekte wird in einem Paragraphen analysiert, den du sichtbar mit Absätzen von den anderen trennst. Tust du das nicht, kannst du dafür Punktabzug bekommen. Die einzelnen Paragraphen selbst sollten so aufgebaut sein, dass darin der Aspekt genannt und zitiert wird und anschließend analysiert und erklärt wird. Wenn du eine Metapher im Text findest, reicht es nicht nur zu schreiben, dass da eine Metapher ist. Du sollst analysieren und erklären, welche Funktion diese Metapher an dieser Stelle hat. Nummer 3. Benutze Linking Words, um einzelne Paragraphen miteinander zu verbinden. Linking Words sind Wörter wie moreover, furthermore, besides, nevertheless und so weiter und so fort. Diese Wörter sollten zu Beginn eines neuen Paragraphen nicht fehlen, weil sie den Text flüssiger zu lesen machen. Nummer 4. Schreibe eine Conclusion am Ende deiner Analyse. In dieser greifst du noch einmal allgemein auf, was du im Großen und Ganzen in deiner Analyse herausgefunden hast. Greif dabei aber keine neuen zusätzlichen Aspekte auf. Und Nummer 5, und das gilt allgemein für deine gesamte Analyse, stay neutral. Du sollst in der Analyse analysieren, nicht bewerten und beurteilen. Nach deiner Meinung, wie sinnvoll der Autor seinen Text strukturiert hat, oder wie clever er Stylistic Devices einsetzt, ist nicht gefragt.
Fassen wir zum Abschluss noch einmal kurz zusammen. Bei der Analyse eines Non-Fictional Texts liest du zuerst den Text und markierst dir alles, was wichtig sein könnte. Anschließend machst du dir kurz Notizen zu den Aspekten, die du mit in die Analyse nimmst. Dann schreibst du den Text, indem du eine Einleitung, jeweils einen Absatz pro ausgesuchten Aspekt und eine Conclusion schreibst. An sich war es das zur Analyse eines Non-Fictional Texts. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Englisch.